So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen in der neuen Location. Wir sind wieder da mit der Takis-Reihe. Was halten die Chips? Ist der Hype gerecht? Wir haben schon Queso Vulcano getestet. In der letzten Folge haben wir dann die Guacamole getestet. Wir zeigen immer die letzte Packung, die aktuelle und die nächste. Heute ist dran Takis Crunchy Fajitas. Hier ist auch wieder ein Thermostat dran, da steht mild. Die dürften also nicht ganz so krass sein, aber die letzten, die Guacamole, haben uns schon überrascht, denn ich habe mit nichts gerechnet und habe trotzdem eine gute Schärfe gehabt bei den Guacamole. Guacamole soll wohl auch sehr beliebt sein. Wir machen die jetzt hier mal auf. Ich hätte lieber mit demselben Dreher die Guacamole. Schmeißen die dann hier rein, die Crunchy Fajitas, ja. Denn hier eingefüllt von oben, die sind richtig rot, richtig krass rot. Halten wieder die Packung rein fürs Thumbnail, das ist wichtig. Hier sind die Takis und da haben wir die Sorte. So, jetzt Hannes, denk dran, wir müssen trinken. Ja. Wir müssen erstmal den Geschmack neutralisieren, den wir davor hatten. Rot. Bevor wir professionell an die Takis rangehen. So, Takis Crunchy Fajitas. Ist Fajita? Nee, Teriyaki. Ich habe jetzt irgendwie an Subway gedacht. Das sind die. So sehen die aus. Wieder schön gerollt. Die letzten waren wirklich ein bisschen feurig, muss man sagen. Ja. Die sehen richtig feurig aus. Ob die wirklich feurig sind, merkt man jetzt, wenn wir die probieren. Die haben einen selben Geschmack wie Paprika-Chips. Am Anfang. Also ich muss sagen, die gefallen mir besser als die Guacamole vom eigentlichen Geschmack her, weil Guacamole ist mir zu besonders. Mhm. Die wirken irgendwie so, als würde man das einfach kennen. Als wäre das jetzt was, was du halt auch von normalen Chips kennst. Hannes sagt ja auch, eher so Paprika-Geschmack-mäßig. Ja. Die kommen mir gerade nicht so scharf vor wie die Guacamole. Ich finde, die haben ein bisschen weniger Bums. Ja. Haben aber auch irgendwie so ein bisschen so ein leichtes Pizza-Feeling. Ja, stimmt. Wenn du ja mehr isst wie so Pizzastangen. Das heißt, weil die weniger Bums haben und wie Pizzastangen schmecken, finde ich wahrscheinlich Guacamole immer noch am interessantesten für den speziellen Kick. Ja. Ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen. Werde ich wieder zurückschütten in die Packung. Wir gleich die nächsten angucken. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich finde die vorigen, die Guacamole, fand ich jetzt persönlich, haben mir besser geschmeckt. Weil das ist, das kann man ja alltags hier diese bekommen, also die, vom Geschmack her. Ist halt gefühlt nichts Besonderes. Ja, richtig, ja, genau. Deswegen, also dafür 5, 6 Euro auszugeben, in meinen Augen totaler Schwachsinn. Ja. Das waren die Crunchy Fajitas. Beim nächsten Mal gibt es die Takis Fuego. Und hier ist extra hinten drauf, steht Extremo. Das ist halt bei jeder Tüte wieder anders. Bei den einen ist hier eine Schärfe, bei den anderen da, bei den anderen da. Wie scharf die sind, wir haben sie jetzt dazwischen eingeordnet. Takis Fuego im kleinen Beutel. Aber das beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Führt's euch. Führt's euch und ciao.